Moin Leute, das ist mein erstes Projekt. Ich habe hier einen E-Scooter gebaut und zwar aus. Der Akku besteht aus gebrauchten Notebook-Akkus, also so wie ich schon gezeigt habe. War sehr spannend, ob das Ganze funktionieren wird. Ich meine, die sind eigentlich nicht für solche Lasten gedacht, aber meine Idee war, wenn ich nur genug davon nehme und die parallel schalte, sollte es eigentlich gehen. Genau, das nächste ist dann, ich habe mir hier so einen günstigen Lidl-Roller gekauft, für 50 Euro geschossen. Hinten ist das Antriebsrad, das habe ich in China bestellt bei AliExpress. So, schaut mal her, das ist gar nicht so schlecht. Hat sogar eine Scheibenbremse. Ah, wiegt schon ein bisschen was. So, ja, also ganz cool eigentlich mit Scheibenbremse, allem Pipapo. Also ist auch gar nicht schlecht gemacht. Hier ist auch diese Verjüngung drin, also diese Gabel, die ihr hier seht, die anzubringen an dem Roller war jetzt tatsächlich ein bisschen ein Aufwand. Habe es aber jetzt erstmal provisorisch hinbekommen. Da muss ich mir noch was überlegen, wie ich es auf Dauer mache. Ja, sonst geiles Ding. Bin schon eine Runde gefahren eben. Also ist gerade erst fertig geworden, Funz. Macht richtig Bock, 30 km/h fährt die Kiste. Viele werden wahrscheinlich jetzt fragen, darf ich das überhaupt fahren? Nein, ganz klar. Das ist verboten, das dürft ihr nur auf Privatgelände fahren. Also das Teil braucht eine ABE, eine Zulassung und so weiter und ein Versicherungskennzeichen. Sonst dürft ihr die Dinger so nicht fahren, wie ich sie gebaut habe. Also auf Privatgelände ist kein Problem, da könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Aber nicht auf öffentlichen Straßen oder sonst irgendwo. Ist leider verboten, ist auch wahnsinnig schwer, das zuzulassen. Ich habe es mir schon angeguckt. Deswegen, das wird wohl nie klappen. Also so ein Teil könnt ihr euch selber bauen, damit könnt ihr irgendwie Spaß haben, irgendwie ein bisschen Tricks machen oder irgendwas. Oder auch einfach nur, wie ich, weil es Bock macht, sowas zu bauen und ist irgendwie cool. Und um zu zeigen, dass es geht, mit für wenig Geld, auch mit den gebrauchten Akkus, das war mir auch besonders wichtig. Oh, als nächstes mache ich hier diese Busbars mit Heißkleber fest. Das sind immer so kleine Kupferstücke. Hier sind immer diese 6er-Packs, die ich habe, und die verbinde ich dann später alle damit parallel. Das heißt, auf beiden Seiten muss ich jetzt immer diese 6er-Paare hier verbinden. Ne? Seht ihr hier immer Plus und Minus jeweils, so alternierend, damit ich am Ende die alle schön in Serie durchschalten kann. Ich zeige euch am Ende, wie es dann aussieht. Genau, auf der anderen Seite dasselbe Spielchen. Ich mache das jetzt gerade und dann könnt ihr später gerne das Ergebnis bewundern. Jo Leute, der Akku ist soweit fertig. Ich gehe es mal gerade durch, erkläre es kurz, wie es funktioniert. Also es sieht viel wilder aus, als es ist. Letztlich sind hier immer diese 6 Blöcke, die ich eben schon gezeigt habe. Die sind hier mit diesem kleinen Kupferdraht verbunden, der dient als Sicherung. Genau, ich sehe jetzt, dass hier schon einer gerade durchgebrannt ist. Da muss ich gleich nochmal gucken, das werde ich gleich noch reparieren. Ansonsten... Genau, sind hier immer 6 parallel geschaltet in Reihe, parallel, und die 6 sind über eine Kupferbar verbunden mit diesem kleinen Drähtchen hier, die ihr seht, und die sind dann in Serie geschaltet. Also hier oben ist der Pluspol beispielsweise, das ist jetzt wirklich auch der Pluspol der Batterie, der geht direkt hier an diesen XT60 Stecker, also das ist jetzt hier echt mein Pluspol. Dann gehe ich hinten vom Minuspol, ich drehe mal um, das ist dann hier. Also hier diese Bar, die geht dann an den nächsten Pluspol der Batterie, dann drehe ich wieder um. Das kommt dann quasi hier raus, geht dann hier wieder an den nächsten Pluspol und so weiter. Die sind dann einfach alle in Reihe geschaltet. Bis ich dann am Ende wieder hier hinten rauskomme, dort ist dann mein Minuspol. Dieser geht jetzt tatsächlich nicht direkt hier an den Ausgang, sondern der Minuspol geht jetzt quasi, also man sieht es, der kommt hier hinten rüber und der geht jetzt hier ins BMS rein. Ja? Und das ist dann quasi hier diese fette Fläche. Das wird dann praktisch hier durchgeschleift und kontrolliert von diesen Pins. Die Pins sind alle an die einzelnen Packs angebunden, damit checkt er halt immer, ob ein Batterieblock, ein paralleler Block immer zwischen 3 Volt und 4,2 liegt. Liegt er drunter oder drüber, unterbricht er die Masseverbindung und dann habe ich hier praktisch keinen Minuspol mehr. Hier ist dann, das geht dann jetzt wirklich wieder in den XT60-Konnektor hier hinten. Also ich habe hier quasi
vom Minuspol der Batterie zu dem Minuspol des XT60-Konnektors ist hier drin die Schaltung und die wird gesteuert über diese einzelnen kleinen Käbelchen, wo er dann kontrolliert, ob das Ganze passt. Genau. Ich habe mich jetzt hier für diesen XT60-Konnektor entschieden, weil ich die Dinger eigentlich ganz praktisch finde. Ich habe auch relativ viele Stecker da. Ich habe mir auch bereits ein 36-Volt-Ladegerät bestellt. Da ist kein XT60-Konnektor dran, aber das jetzt eben umzulöten ist ja überhaupt kein Problem. Da kann ich jetzt wirklich direkt zack das einstöpseln und fertig. Ist eigentlich ganz nett. Genau. Das ist das eine. Das andere, was ich jetzt hier sehe, sind ja diese kleinen Käbelchen. Und diese kleinen Käbelchen, die müssen halt immer auf Plus und Minus von den Packs. Von diesen 6er parallelen Packs. Also ich kann das auch einfach nachmessen, indem ich gucke, hier habe ich immer 3,6 Volt zwischen den Packs, da auch. Und da ist es halt einfach nur wichtig, dass von einem zum nächsten Kabel halt ich immer dann Plus- und Minuspol verbinde. Also so, dass er wirklich diese Packs halt checken kann. Ja, wo ich das jetzt genau mache, dazwischen ist mir im Prinzip egal. Ich kann das einfach selber nachmessen, indem ich dann das Multimeter dran halte und sehe, da sind 3,6 Differenzspannung und dann habe ich es korrekt gemacht. Steht aber auch alles echt super beschrieben, also ich erkläre das jetzt hier nur schnell, aber also das ist wirklich nicht so kompliziert. Genau. Ja, und das war's. Das ist mein Batteriepack. Ich zeige euch kurz, wo ich das ganze Ding gleich reinpacke und wie ich es an den Roller dann verbinden möchte. So, das zeige ich euch. Hier ist jetzt diese, das ist einfach so eine Lenkertasche. Die habe ich bei Amazon gekauft. Schicke euch den Link gleich gerne oder zeige euch, was ich da geholt habe. Da gibt es auch noch andere. Ich kriege die auch, wenn ich die bei AliExpress bestelle. Wahrscheinlich genau dasselbe Ding, etwas günstiger. Dauert halt nur länger, ich war ungeduldig. Genau, das war's. Also das ist jetzt wirklich nicht so kompliziert. Ich baue hier natürlich noch einen Schutz drüber und so, wenn das alles mal so weit läuft. Ich muss auch noch die Packs balancen, das habe ich auch noch nicht gemacht. Aber jetzt, das hat noch Zeit. Genau, und dann sehe ich jetzt hier, ich kann das eigentlich gleich ganz wunderbar verschließen. Ja, ein bisschen eng ist es schon, aber es passt. Zack, habe jetzt hier meinen Stecker, der rausguckt. Hänge das Ganze dann so oben an die Lenkertasche. Hier oben noch sind noch die beiden Klettverschlüsse, die kommen dann an die Lenkstange. Und das war's, das ist mein Akku. Ja, ich zeige nochmal gerade zum Beweis, dass wir auch wirklich die korrekte Spannung haben, dass ich ja kein Mist gebaut habe. Ich zeige es euch. So, also hier. Plus und Minus 39,14 Volt. Ne, das passt ganz genau. Das entspricht einem 36 Volt Akku. 36 Volt bezieht sich in dem Fall, das ist die Nominalspannung, also die mittlere Spannung der Akkus. Das bedeutet, dass die Akkus maximal 42 Volt haben und minimal 30 bis 33, je nachdem, wo das BMS dann abschaltet. Ja, also 36 Volt bezieht sich immer auf so eine gewisse Range, die ich habe. Ja, also so ein Akku, wenn er vollgeladen ist, hat der 42, wenn der leer ist, hat der 30. So ist das halt. Genau. Ja, das soweit zum Akku. Also mir gefällt das Ganze ganz gut, finde ich. Das ist, sieht gar nicht mal so schlecht aus, auch wenn es am Roller ist. Ich zeige es euch ja auch später. Hier folgendes Problem, und zwar habe ich ja hier dieses T-Stück oder diese Verengung quasi hier, ne, so eine Gabel, woran dann das neue Rad befestigt ist. Das kriege ich hier auch durch, hat ein bisschen Spiel, aber ich denke, da kann man mit Abstandshaltern arbeiten. Das nächste Problem ist allerdings, ich kriege jetzt hier diese die Federung quasi hier nicht so rein. Also vom Platz wird es passen, aber hier ist halt einfach ein Stück im Weg, das geht nicht. Deswegen meine Idee. Ich nehme dieses alte Teil, was wir da hatten, so, und nehme das dann praktisch so als Abstandshalter. Ne? Das guckt dann so ein bisschen hoch, aber das würde mich jetzt nicht stören. Damit sollte es möglich sein. Ja. Das ist auf jeden Fall ein ganz schönes Gefummel hier. Das muss man sagen. Aber na gut, das wollen wir ja auch.
ist auch das andere Loch hier. Das ging auch. Mal schauen. Ich würde aber das jetzt so bevorzugen. Na, mal schauen, ich weiß noch nicht genau, was man so ähnlich dann genau mache. Doch, das passt sogar ziemlich gut. Ich glaube, so werde ich es machen. So, jetzt hier der aktuelle Stand. Also ich bin schon ein bisschen weiter. Mein größtes Problem ist jetzt, Moment, dass ich mir jetzt hier so eine Art Gelenk gebaut habe und das Ganze sich dann nach oben kippen kann. Also wenn ich mich jetzt drauf stelle, dann klappt das halt hoch. Ich werde später hier, denke ich, noch ein Loch durchbohren, um das Ganze dann zu fixieren, noch mit einer Schraube. Genau, aber ansonsten funktioniert. Der Akku ist hier drin, der ist schon dran. Hier ist jetzt, kann man sehen, genau. Genau, hier sehe ich jetzt die Anzeige, da steht jetzt 40,3, das ist die Voltzahl. Also hat richtig Saft auch. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde gleich mal draußen vor der Tür auf Privatgelände, wo ich sie auch darf, mal eine kleine Runde drehen, das einfach mal testen. Aber ja, ist noch alles ein bisschen lose. Ich schwenke mal gerade drüber. Ihr könnt jetzt hier sehen, auch der ganzen Kabel hängen hier noch rum. Das Steuergerät habe ich irgendwie noch nicht befestigt und so. Auch die Anbindung an den Akku ist kacke, da kommt noch ein Adapter, da warte ich noch drauf. Genau, ansonsten würde ich jetzt, glaube ich, die Bremse schon mal fix machen, die alte Bremse abmachen, den Gashebel dran und zusehen, dass ich den Controller da irgendwie fest bekomme und dann kann es eigentlich wahrscheinlich bald losgehen. So, hier noch kurz, wie ich das Ding lade. Das ist total easy. Also ich habe hier ein Ladegerät gekauft. Das gibt es bei Amazon für 17 Euro. Habe im Prinzip einfach nur hier den Stecker ersetzt vorne durch einen XT60 Stecker, Plus und Minus. Schließe den hier in den Akku an. Und das war's. Dann legt er los. Wie lange er braucht, weiß ich noch nicht genau. Also der hatte jetzt noch relativ viel. Ich habe eben eine kleine Probefahrt gemacht. Das Teil läuft schon. Macht mega Bock. Ein bisschen Schiss habe ich noch, 30 km/h habe ich gerade erreicht, ungefähr. Das ist auf jeden Fall cool, also nicht schlecht, mal gucken. Vielleicht probiere ich später hier mal ein paar Runden zu drehen, hier in der Nähe, wo ich noch darf. Und mal sehen, wie die Reichweite so ist, wie lange der Akku durchhält. Genau, aber ansonsten ist das eigentlich alles ziemlich cool. Naja, die ganzen Kabel, das ist alles noch ein bisschen provisorisch, da muss ich mir noch ein bisschen was Schönes überlegen. Ich würde das eigentlich gerne noch was verstecken, damit es nicht ganz so do-it-yourself aussieht, obwohl ich eigentlich auch nichts dagegen habe. Genau, hinten muss noch die Verschraubung rein. Und ansonsten fährt das Teil. Macht echt Bock. Ist cool. Ja. Das ist jetzt schon eine ganze Weile in Gebrauch, so ungefähr ein paar Tage. Also nein, nicht eine ganze Weile, aber egal. Ich habe hier noch so ein Eastpack-Mäppchen dran gebaut. Da ist der Controller drin. Irgendwie wollte ich so da schon ein bisschen verstecken, dass ja nicht überall 1000 Kabel rausgucken, das sieht ja einfach nicht aus. Genau, hier geht jetzt nur noch ein Kabel runter auf der anderen Seite und das war's im Prinzip. Da steckt dann das Stromkabel oder das Steuerungskabel vom Motor drin und die Bremse. Ansonsten macht das echt Spaß, ich kann das Ding auf der Arbeit ganz gut fahren. Ich arbeite ja da im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und wir haben ein riesen Gelände. Das ist ein Privatgelände, da darf ich tatsächlich fahren und das ist cool. Genau, ansonsten habe ich das hier noch ein bisschen verbessert. Vorher war alles mit Kabelbindern voll und allem Kram, um das festzuhalten, weil das hier hochklappen kann. Da habe ich jetzt hier einfach so eine Stahlstange mit einem Gewinde drin reingepackt und das festgepresst. Hält super. Ja, die Reichweite habe ich jetzt so den Eindruck, dürfte so circa 20, 30 Kilometer sein. Wenn ich Vollgas gebe, bricht der Akku, also die Spannung bricht relativ stark ein. Geht schon echt eine ganze Ecke runter, funktioniert aber wunderbar, also es klappt alles, der Akku erwärmt sich auch nicht groß oder so, also alles cool. Macht einen halben Spaß, wie gesagt, wir haben, also 31 ist bisher der Speed-Rekord mit dem Ding. Genau.
Eine Sache möchte ich noch testen und dann bin ich auch fertig. Das hier ist mein mobiler Akku. Das wäre natürlich so cool, wenn ich den irgendwie mitnehmen könnte und das Teil damit laden kann. Ich weiß noch nicht genau, ob es klappt wegen dem modifizierten Sinus. Wir schauen mal. Ich schließe die Mühle an. Und tada, er lädt. Das ist cool. Damit dürfte ich dann eine ganze Ecke weiterkommen. Also wenn ich den noch mitnehme, dann habe ich, glaube ich, fast doppelte Range ungefähr. Ne? Also das sind auch so 200, 300 Wattstunden. Der wird auch 300 bis 400 haben, also nicht ganz doppelte Range, aber ich komme damit echt eine ganze Ecke weiter. Und es funktioniert wunderbar. Also. Und das Laden geht erstaunlich schnell. Also ich hätte jetzt gedacht, der braucht echt eine halbe Ewigkeit, aber das dauert 1 bis 2 Stunden, wenn man den nicht komplett leer gefahren hat. Dann ist er schon voll. Also das ist echt nicht schlecht. Schade, dass ich hier nicht angemeldet kriege, aber ansonsten, um zur Bahn zu fahren, das Ding in der Bahn mitnehmen oder so, wäre das echt eine coole Sache, ja. Vielleicht schafft er irgendwer damit mal zum Straßenverkehrsamt und kriegt so ein Ding angemeldet. Ne? Wie gesagt, der Akku war halt saugünstig, weil es recycelt ist. 20 Euro oder sowas habe ich, glaube ich, drunter geschrieben. Alles andere war auch nicht so wahnsinnig teuer. Ich glaube sogar, wenn man noch einen anderen Motor nimmt, obwohl ich mit dem echt zufrieden bin, der ist richtig gut und die Scheibenbremse sind auch funktioniert tipptopp. Kann man vielleicht sogar noch günstiger hinbekommen. Ja, ansonsten, falls ihr es schafft, so ein Teil anzumelden, sagt mir, wie es geht, ob es klappt. Ich fände es cool, also keine Ahnung. Ansonsten fahre ich mit dem Ding auf der Arbeit rum, das ist auch in Ordnung. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, gebt mir ein Gefällt mir, was auch immer. Ich freue mich drüber. Bis zum nächsten Mal.